Ja, das ist ein extrem schwieriger Tag, ein Wahlergebnis, das uns alle schockiert hat und vor riesengroße Herausforderungen stellt. Herausforderungen im transatlantischen Verhältnis. Es wird problematisch sein, mit einem Präsidenten Trump über Offenheit, über Demokratie, über Klimaschutz zu sprechen, über die Verantwortung der NATO und der Weltgemeinschaft. Ein Präsident, der in seinem Wahlkampf offen rassistisch war, der Frauenverachtung zum Programm gemacht hat, ist jetzt ein Partner für uns. Und diese Herausforderung müssen wir uns stellen. Wir müssen uns diese Herausforderung mit Haltung und Klarheit stellen. Westliche Werte verteidigt man, indem man sie ausspricht, indem man nicht drum herum redet. Deswegen, für das transatlantische Verhältnis gilt jetzt, ja, wir sprechen miteinander, ja, wir reden. Wir reden nicht vor dem Hintergrund American First, sondern wir reden vor dem Hintergrund Augenhöhe. Es bedeutet für uns mehr Verantwortung, aber es bedeutet gemeinsame Verantwortung in Europa. Das ist ein Weckruf für Europa. Es ist ein Weckruf für den Zusammenhalt in Europa, für unsere Werte einzustehen, sie zu verteidigen. Es ist aber auch ein Weckruf für die Demokratie einzutreten, ein Weckruf für Toleranz einzutreten und für Offenheit. Das werden wir auch angesichts der nationalpopulistischen Bewegungen in Europa, auch in Deutschland, mehr denn je tun müssen. Unsere Gesellschaft, unsere Demokratie zu verteidigen, das ist ein Auftrag an diesem 9. November, den Tag des Mauerfalls, ein Tag des Mauerfalls, den wir vor 27 Jahren erkämpft und erlebt haben, in dem ein amerikanischer Präsident gewählt worden ist, der wieder neue Mauern errichten will. Und insofern stehe ich vor Ihnen als jemand, die sagt, jetzt ist Leidenschaft angesagt für diese demokratische, für diese offene Gesellschaft. Es ist Leidenschaft angesagt, allen klarzumachen, das ist eine Gesellschaft des Zusammenhaltes und es ist eine Gesellschaft, die gut für alle ist. Und diese Art von Spaltung, die Herr Trump in die amerikanische Gesellschaft getragen und die er verstärkt hat, gilt es nicht nachzumachen. Er muss jetzt die Vereinigten Staaten zusammenführen. Wir müssen zeigen, zusammen geht es, demokratisch geht es und offen geht es. Nehmen wir das Klimaschutzabkommen. Das Klimaschutzabkommen ist eine der zentralen Fragen für die Zukunft. Die ist mit den Vereinigten Staaten gemeinsam und der Weltgemeinschaft durchgeführt worden. Und deswegen für mich auch eine der zentralen Fragen, die wir zu verhandeln haben werden. Nein, wir fangen nicht bei Null an, aber wir fangen mit Herrn Trump und mit seiner Administration höchstwahrscheinlich bei Null an. Aber es sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die gemeinsame Verantwortung für solche Fragen wie das Klima bleibt.